Hallo und grüß Gott zusammen hier bei Archigraphie Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuesten Ausgabe. Ja, ich weiß, ich bin nicht zu sehen und ich kann euch auch gleich sagen, an was das liegt. Ich bin nicht rasiert. Okay, das stimmt nicht, also an dem liegt es nicht, sondern ganz ehrlich, ich habe heute einfach bei diesem Thema keine Lust, mich jetzt filmen zu müssen und euch meine Visage zu präsentieren, denn es geht um eine ganz andere Visage, um diese schöne Visage von der Eleonora. Und ich möchte mit euch heute mal ein paar Bilder durchgehen, die ich bei diesem Fotoshooting gemacht habe, weil mich immer wieder Leute fragen, Aki, wie bist du denn da drauf gekommen zu diesem Lichtsetup, was genau ist hier passiert? Erklär das mal ein bisschen. Ich möchte das heute eher detaillierter machen, als einfach nur zu sagen, du, hier ist ein Zangenlicht passiert. Was ich aber heute probieren möchte, und deswegen schicke ich das voraus, eigentlich hatte ich das als Workshop geplant, und zwar als kostenpflichtiger Workshop. Hab mir jetzt aber gedacht, komm, heute hast du mal die Spendierhosen an, aber wir machen mal Folgendes. Wenn ihr Bock habt und euch bedanken wollt für diesen kleinen, sagen wir mal, Mini-Licht-Setup-Workshop, dann lasst eine Spende da bei mir auf meinem PayPal-Konto. Ich blende es euch ein oder unten in der Videobeschreibung. Also, und wie gesagt, das ist keine Pflicht, ihr müsst nicht, aber ich würde mich natürlich darüber freuen, weil ich bringe euch hier Praxis-Infos. Ihr seht jetzt die ganze Zeit dieses Bild und habt vielleicht schon im Hintergrund überlegt, was ist hier geschehen? Und ich möchte mit euch erstmal die Bilder durchgehen, die bei diesem Fotoshooting entstanden sind. Es sind jetzt ein paar und ihr seht immer eine ähnliche Lichtstimmung. Jetzt gehen wir mal ins zweite, es ist sehr detailliert, dieses Bild. Und ihr seht eine ähnliche, krasse, kontrastreiche Lichtstimmung. Und ihr denkt euch bestimmt schon, ja okay, also hier kann nicht nur eine Lichtquelle in Gebrauch gewesen sein. Schauen wir uns noch ein drittes Bild aus der Reihe an. Hier sehen wir hohe Kontrastwerte, schöne Pose natürlich auch, aber auch, ja, hier wird halt fast jeder Bereich der Klamotte und vom Modell nochmal nachgezeichnet mit Licht. Wenn ihr jetzt euch mal das Bild hier anschaut, das ist jetzt nicht an dieser Örtlichkeit entstanden, aber jetzt habt ihr schon vielleicht so ein bisschen einen Eindruck, auf was es mir bei diesem Bild ankam. Also nicht bei diesem Bild, sondern bei dieser Reihe. Die Eleonora ist ein sehr markantes Modell, ein sehr attraktives Modell, das sehr gut posieren kann und in jeder Lage einfach toll aussieht. Und das detailliert zu betonen, geht wirklich nur mit Licht. Und an diesem Tag war ein Licht da. Okay, mit dem kann ich arbeiten. Aber es genügt halt nicht, um solche kontrastreichen Lichtstimmungen zu erzeugen. Ihr seht auch hier immer mal ganz nah herangegangen. Das macht einfach Laune, mit ihr zu shooten. Ich empfehle sie euch, ich verlinke sie euch natürlich auch unten dran. Aber schaut mal, wie viel Licht hier passiert und wie viele Details hier herausgearbeitet werden können. Einfach nur, indem ich mehrere Lichtquellen einsetze. Und dieses Bild hier möchte ich mit euch zum Schluss nochmal anschauen, weil es ist natürlich nicht nur eine Frage von Licht, sondern auch nur eine Frage von Bildbearbeitung. Ich habe jetzt gerade eben nochmal ein Bild aus der Reihe Bild bearbeitet, um wirklich mal die Schritte hintereinander mit euch durchzugehen. Und das ist das, was euch heute in diesem Workshop erwartet. Also dann lasst uns mal zusammen einsteigen in das Thema und mal analysieren, was ist denn hier jetzt eigentlich geschehen. Wir sehen jetzt Bilder mit hochkontrastreichem Licht. Und wenn man sich die Bilder mal so eine Zeit lang anschaut, wird man feststellen, okay, also es kann nicht sein, dass es hier um eine einzige Licht, also sich um eine einzige Lichtquelle handelt. Wir sehen hier Lichtschein, wir sehen hier einen Lichtschein, wir sehen auch hier wieder einen Lichtschein und wir sehen halt einfach, das Modell hat eben im Rücken sozusagen schön Licht bekommen, sodass sie sich kräftig abhebt vom Hintergrund. So, und jetzt kommen wir zum allerersten Punkt. Bevor wir überhaupt darauf eingehen, wie viele Lichter hier im Einsatz waren und wo die standen, müssen wir uns zuerst einmal darüber unterhalten, wo steht das Modell denn generell und wie erschaffe ich diesen Kontrast überhaupt? Und dazu ist vielleicht dieses Bild und dieses Bild am besten geeignet. Denn ihr seht im Hintergrund eine zwar eine starke Unschärfe, aber ihr seht im Hintergrund allerdings auch viel Kontrast. Denn das Modell ist in beige bzw. weiß gekleidet und selbst hier seht ihr, da ist der Hintergrund wesentlich heller. Das Modell hebt sich sehr stark ab. Warum? Weil der Hintergrund einen Hell-Dunkel-Kontrast bildet. Im Hintergrund befinden sich auch Bäume und Büsche. Und ihr seht hier einfach sehr, sehr viel Freistellung, allein schon dadurch, dass ein hoher Kontrast entstand. Das heißt, wenn ihr diese Bilder, die ich euch heute zeige, mal nachbauen wollt, müsst ihr natürlich zuerst einmal eine Sonne haben, die zu sehen ist. Das klingt ein bisschen banal, aber bei bedecktem Himmel funktioniert das nicht. Das heißt, ihr braucht eine schräg stehende Sonne und
viel Kontrast. Das heißt, ob ihr jetzt hier in der freien Natur sowas macht oder in der Stadt, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, der Hintergrund ist wesentlich dunkler als der Vordergrund. Und dann schauen wir uns mal im Detail jetzt im Diagramm an, was ich hier gemacht habe. Okay, ich denke, das Thema ist jetzt selbsterklärend. Das Modell steht hier, meine Kamera steht hier. So, zu den Einstellungen. Das war meine Fujifilm X-T3 mit dem Fuji nur 90 mm bei Blende 2.5. Warum 2.5 und nicht Offenblende? Ich finde, bei 2.0 ist das Objektiv nicht so gut. Ist jetzt reiner Erfahrungswert, unterster ISO-Wert. Und ein Viertausendstel. Wenn ihr jetzt euch überlegt, ein Viertausendstel ist natürlich schon ultra kurz. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass das Modell eher dunkel ist, was ja hier in diesen Bildern nicht der Fall ist. Also wie zum Henker soll ich, wenn ich so stark unterbelichte, indem ich kurz belichte, noch hier eine Helligkeit erzeugen. Das geht natürlich nur, indem ich aufblitze. Aber damit ist es nicht getan. Kommen wir nochmal zum Diagramm zurück. Denn zuallererst einmal, ich habe euch ja gesagt, wo sind wir? Wir müssen hier jetzt mal von dieser Sogwirkung sprechen. Also ich habe jetzt hier mal diese Straße simuliert, die ihr hier nochmal seht. Das ist wichtig, damit ihr Tiefe erzeugt und den Blick nach hinten hinausführt. Das ist jetzt hier bei diesen Details nicht ganz so ausgeprägt, aber bei diesen Bildern spielt es eine erhebliche Rolle, sodass der Blick nach hinten geführt wird und Dynamik entsteht. Das müsst ihr allerdings auch, sagen wir mal, abkürzen. Ich habe jetzt hier mal diese Bäume simuliert und die erschaffen eben diesen starken Kontrast, diese dunklen Bereiche hinten dran, wo sich dann die Haare auch in den kleinsten Strähnen dann entsprechend wieder fangen können und entsprechend ein starker Hell-Dunkel-Kontrast entsteht. Also das hier ist Voraussetzung. Natürlich auch die Sonne und die stand jetzt auch, das habt ihr wahrscheinlich bis jetzt auch versucht zu erraten, aber ich denke, jeder von euch hat das richtig gemacht, natürlich hinter dem Modell. Ihr arbeitet gegen die Sonne. Erfahrenen Fotografen unter euch ist natürlich klar, wenn ich gegen die Sonne arbeite und so kurz belichte, wird das Motiv natürlich rattendunkel. Und dass ich da natürlich einen Blitz mitnehmen muss, um das Thema wieder aufzuhellen, ist eine klare Sache. Das ist jetzt die berühmte HSS-Fotografie. Für diejenigen unter euch, die von Blitzfotografie jetzt nicht so viel Ahnung haben oder das mal lernen wollen, da gibt es auch Workshops bei mir auf meinem Shop. Das aber nur am Rande erwähnt, weil ich möchte euch jetzt hier nicht explizit zeigen, wie man jetzt hier mit dem Blitz umgeht. Ich muss es euch jetzt in Kürze erklären. Ich hoffe, ihr kommt auf jeden Fall mit, was ich gemacht habe. Übrigens möchte ich es an der Stelle nochmal betonen, die ganze Szene funktioniert wirklich nur, wenn diese Kontrastverhältnisse gegeben sind. Starkes Gegenlicht, dunkler Hintergrund und ganz kurze Verschlusszeit. Übrigens, kurze Verschlusszeit, das hat auch einen Grund, weil das Modell relativ helle Haare hat. Und dann natürlich, wenn ich die Sonne, sagen wir mal, an sie ranlasse, klingt jetzt echt bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine, dann hat natürlich das Modell hier ganz schnell ganz weiße Haare. Das sieht nicht schön aus. Deswegen muss ich stark unterbelichten, sodass entsprechend das hier wieder rauskommt und die Sonne theoretisch nur diese Bereiche auffällt und der Rest versinkt dann in der Dunkelheit. Und jetzt sind wir am Punkt, jetzt muss ich natürlich einfach aufblitzen. Jetzt stellen wir aber unseren Blitz nicht einfach vor das Modell, sonst haben wir gar nichts erreicht, sondern wir stellen es, und das ist ein Teil von diesem Workshop für Blitzfotografie, schräg neben das Modell, 45 Grad zum Modell geneigt. Denn damit erzeuge ich diese hohen Kontrastwerte. Schaut euch mal den Nasenschatten hier an, schaut euch mal den Schatten hier an der Brust an oder hier an verschiedenen Teilen der Klamotte. Nur mit einem schräg stehenden Licht, das nicht einfach gegen die Sonne arbeitet. Also nochmal, der Blitz kommt nicht direkt von vorne, sondern hier von links von der Seite, um das Modell nicht einfach nur aufzuhellen und diese dunklen Schattenpartien, die entstehen, wenn ich so stark unterbelichte, wieder zu retten, in Anführungszeichen, sondern auch gleichzeitig Kontrast zu erzeugen. Woher kommt jetzt aber das Licht hier an der Hand, beziehungsweise hier auf dem rechten Teil, beziehungsweise von ihr aus gesehen am linken Teil des Modells? Ihr seht hier, das Modell ist regelrecht mit Licht herausgearbeitet worden. Hier sieht man es auch sehr ausgeprägt hier in diesem Bereich, auch vor allem im Gesicht und an der Schulter. Und wir sehen es auch hier, das Modell bekommt einfach eine schöne Lichtkante. Und die bekommt sie nicht durch das Licht von hinten, wie man vielleicht denken mag, sondern von einem zweiten Blitz. Und dieser zweite Blitz steht direkt gegenüber von diesem Blitz. Allerdings nicht mit einem Beauty-Dish,
sondern mit einem Standardreflektor, der mit einer Wabe behängt ist. Warum Wabe? Die Wabe hat den Vorteil, dass kein Licht, das hier ungebremst aus diesem Standardreflektor rauskommt, in die Kamera fällt und damit unschöne Lichteffekte entstehen, die ich nicht haben will. Und natürlich auch entsprechend weniger Kontrast. Die Wabe konzentriert das Licht. Ich male es euch jetzt vielleicht einfach mal rein. Konzentriert das Licht hierher, also hier an diese Bereiche und nicht hierhin. Ja, also wäre jetzt die Wabe nicht drin, würde das Licht theoretisch so fallen und dann mitten in eure Kamera reinfallen. Und das wollen wir ja nicht haben. Okay? Das heißt also, jetzt gehen wir mal die ganzen Schritte zurück. Wie sieht denn das aus? Wenn wir uns dieses Bildergebnis nochmal anschauen, ihr seht hier, was der Blitz hier macht. Das heißt, wir haben es jetzt hier mit einem Drei-Punkt-Licht-Setup zu tun. Drei Punkte, weil wir haben eins, zwei, drei Lichter. Und das macht diesen Effekt plus die Umgebung, die dunkel ist. Und so entstanden diese Bilder. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, es ist extrem wichtig, dass ihr, wenn ihr solche Sachen macht, Modelle habt, die sich im Licht bewegen können. Fragt eure Modelle, ob sie das Licht spüren. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Die Modelle müssen wissen, wann ist jetzt das Licht bei mir im Rücken, wo spüre ich es an meinen Haaren oder an der Schulter oder irgendwo, sodass sie nicht aus dem Lichtkreis herauskommen. Das erfordert natürlich ein bisschen Erfahrung. Und wenn ihr, wie gesagt, solche Bilder machen wollt, dann tut das mit erfahrenen Modellen, die sich im Licht besonders wohlfühlen. Und wenn ihr nur ein bisschen sagt, du dreh dich mal so oder so, das sieht gut aus, dann wissen sie schon, was du machst als Fotograf. Da muss auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein. Das ist jetzt nur an der Stelle nochmal ein Tipp, aber den finde ich ganz besonders wichtig, um das Gelingen von solchen Bildern. So, Freunde, und jetzt kommen wir zur Bildbearbeitung, weil das spielt hier natürlich auch noch eine erhebliche Rolle. Denn ich muss den Kontrast, den ich in der Fotografie erzeuge, natürlich noch ein bisschen verstärken. Das ist jetzt eine Geschichte, die muss ich nicht machen, zwingend. Aber sie trägt wesentlich zum Gelingen eines solchen Bildes bei und natürlich auch, um diesen Effekt nochmal zu verstärken. Ich zeige euch jetzt mal das Original. Das ist jetzt einfach nur Blitzfotografie und aus meiner Sicht kann man das sogar schon so lassen. Das knallt jetzt schon. Aber was mir bei diesem Bild gefehlt hat, war so ein bisschen diese warme, sommerliche Lichtstimmung, die auch das Modell betont im Sinne von ihrer Klamotte und von ihrem sommerlichen Aussehen und natürlich auch mit der Brille. Und was ich jetzt mache, und das gehe ich jetzt mit euch mal kurz durch, um solche Bilder richtig poppen zu lassen, ist, ich mache natürlich ein bisschen Hautbearbeitung. Das müsst ihr überhaupt gar nicht machen. Ich empfehle es euch nur. Ihr könnt es weniger ausgeprägt machen als ich. Ich bin einfach ein Fan von sehr glatter Haut. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Was ich euch sagen möchte, ist, versucht es ein bisschen zu machen, weil wenn ihr hinten dran sehr, sehr starke, detaillierte Kontrastbildbearbeitung macht, dann seht ihr natürlich die Haut, die vielleicht an einigen Stellen nicht ganz so gut ist und nicht so perfekt aussieht für solche Bildeffekte, wo auch vielleicht das Modell sagt, du, ich habe hier ein bisschen Probleme, kannst du das irgendwo retuschieren? Das kommt natürlich noch wesentlich stärker raus in der Kontrastbildbearbeitung. Denn jetzt schaut euch mal an, das ist Kontrastbildbearbeitung. Dutch and Burn, da arbeite ich zum Beispiel auch, kleiner Tipp an der Stelle. Sorry, wenn ich jetzt hier auf den Camera Raw Filter geht, den könnt ihr jederzeit einsetzen bei jedem Schritt von eurer Bildbearbeitung. Da könnt ihr bei der Grundeinstellung hier bei Dunst entfernen, wenn ihr den Regler mal nach oben zieht, massiv was an Kontrast gewinnt. Vorsicht, das verstärkt allerdings auch Bildrauschen. Ich habe jetzt hier auch, ich habe jetzt hier den Luminar noch, den ich euch mal in einer extra Folge vorgestellt habe. Ich bin nicht der Riesenfan von dem Programm, aber zum Kontrastbildbearbeiten ist das toll. Was ich jetzt aber mache, und das ist auch ganz wichtig, ich kümmere mich um die Farbe. Das heißt, ich versuche hier bei den Korrekturen, das mache ich meistens mit der selektiven Farbkorrektur, in den Grautönen entsprechend etwas zu ziehen. Sorry, das war jetzt auf der falschen Ebene. Also ihr seht jetzt hier, ich kann jetzt hier die Effekte entsprechend einsetzen, je nachdem wie ausgeprägt jetzt ein Farbstich in diesem Bild ist. Und damit habe ich jetzt, also machen wir vorher und nachher, einfach nur ein bisschen mehr einen sommerlichen, warmen Ton erschaffen. Der entscheidende Punkt an diesen Bildern ist aber der künstliche Lichteinfall. Das, was ich normalerweise vorher versucht habe zu vermeiden mit dieser Wabe, mache ich jetzt rein, weil es erzeugt einen wunderschönen, warmtonigen, sommerlichen Ton. Und das sieht dann so aus. Das ist jetzt ein Tick zu viel vielleicht für einige. Aber wenn ich das jetzt, ich nehme jetzt mal hier diese Final Touches noch ein bisschen zurücknehme, ihr seht auch, ich habe jetzt hier
Diesen Lichteinfall, diesen künstlichen Lichteinfall, den setze ich auf negativ multiplizieren und gehe ein bisschen mit der Deckkraft runter. Ich zeige euch den jetzt vielleicht auch mal komplett. Der sieht dann so aus. Also das ist jetzt, da gibt es tausende von Texturen im Internet, die so aussehen, und die setze ich da einfach drüber und dann sieht das Bild dann so aus. Und wenn wir uns jetzt mal vorher und nachher anschauen, dann seht ihr, was hier an massive Steigerung entstanden ist von diesem Bild, das nur durch Licht schon so kontrastreich war. Wie gesagt, die Out-of-Camp-Freunde von euch, die können es ja so lassen, gar kein Thema, aber ich bin einfach noch Freund, das nochmal einen Tick zu verstärken. Ich lasse das Diagramm jetzt am Schluss nochmal stehen, damit ihr vielleicht nochmal ein bisschen überlegen könnt, was jetzt hier alles geschehen ist. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können, habt was gelernt. Wie gesagt, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, einen Kaffee spendieren wollt, auf mein PayPal-Konto, da freue ich mich. Ansonsten sieht man sich in der nächsten Folge wieder, und ich wünsche euch, jetzt blende ich nochmal dieses Bild ein, dieses gute Licht, sodass ihr solche Fotos machen könnt. Viel Spaß und viel Erfolg dabei.